Ich hatte eine Mitarbeiterin im Vertrieb, die einen Kunden zu bearbeiten hat, mehrere Kunden, also Key Account nennt man das heute. Und mit der fuhr ich mal zu einem Jahresgespräch mit der Bahn. Und wir kamen so ins Schwätzen. Ihr Mann war Arzt gewesen, damals vor der Wende im, wie hieß das damals? Poliklinik. Poliklinik. Und sie sagt, ach, wissen Sie, ich habe gesagt, sagen Sie mal, Frau Sowieso, wie ist das denn so nach der Wende jetzt? Was wird sich für Sie ändern? Ich sage, Herr Krieger, ich sage Ihnen, es wird sich gar nichts ändern. Ich habe vor der Wende von meiner Bekannten im Westen ab und zu mal Betty Barclay-Kleider geschenkt bekommen. Die waren noch sehr gut, das war sehr schön. Wir haben vieles aus dem Westen bekommen. Heute kann ich mir das kaufen, aber es wird sich nichts ändern. Sage ich Ihnen, können Sie davon ausgehen. Ein Jahr später fuhren wir wieder. Wir haben uns natürlich auch getroffen, aber wir haben nicht darüber gesprochen. Da sagte ich, wissen Sie noch, Frau Sowieso, was Sie mir damals gesagt haben, was hat sich jetzt bei Ihnen geändert? Ja, sagt sie, es war. Also das Garagentor musste neu gemacht werden. Wir haben jetzt ein automatisches Garagentor. Und die Küche, die war auch jetzt schon so alt, also das haben wir auch. So. Und um das abzukürzen, es hat sich von da an alles geändert. Jedes Jahr wurde bei ihr irgendwas umgebaut, erneuert, das Auto sowieso. Gut, sie hat einen Firmenwagen, aber der Mann hat da irgendwann dann einen BMW, vorher fuhr er in Wartburg. Die Terrasse wurde erneuert, das Wohnzimmer wurde erneuert, das Grundstück wurde umgegraben, die Kanalisation, es wurde alles erneuert, weil alles einmal habbar war. Und das ist das, warum viele Ostdeutsche auch heute sagen, nie wieder zurück, weil das war ja alles so furchtbar. Auch wenn sie fluchen und sagen, Scheißzeit, jetzt geht das überhaupt und die Parteien, die bescheißen uns genauso wie früher und so. Aber zurück will eigentlich keiner mehr. Und aus meiner Sicht haben es die Menschen genossen, vor allem die, die halt auf der Welle des Erfolges mitschwammen. Ich habe damals auch immer gesagt, auch wenn wir diese Gehaltsverhandlungen hatten jedes Jahr, wenn es den Unternehmen gut geht, dann soll es den Mitarbeitern auch gut gehen. Aber bitte so fair bleiben, dass wenn es immerhin mal schlecht geht, dann müssen die Mitarbeiter auch Verzicht üben auf gewisse Dinge. Nicht aufs Gehalt, aber dann gibt es halt kein Tantiem und so weiter. So. Bisher, also zu meiner Zeit, musste man das nicht anwenden. Es ging immer gut, es gab immer satte Tantiemen. Aber die Menschen sind zufrieden geworden und sind letzten Endes stolz auf ihre Leistung. Und das ist das, was mich am meisten befriedigt, dass die Ostdeutschen bewiesen haben, dass sie etwas können, dass sie, wie wir im Westen auch, ehrgeizig, dynamisch und zuverlässig sind. Es gibt immer schwarze Schafe, hüben wie drüben. Und das finde ich so toll, das erleben zu dürfen. Das ist das, was mich so fasziniert.